Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, da haben wir Sie also wieder, die zweiwöchentliche Debatte zum Thema Asyl, zum Thema Flüchtlinge. Und wir hätten das beim letzten Mal auch unter dem Tagesordnungspunkt besprechen können. Sie haben aber gewollt, dass das auf diese Sitzung geschoben wird. Ich frage mich eigentlich, warum, zumal es sich ja um gar kein Thema handelt, wo zwischen der SPD und der CDU ein Dissens besteht. Also von daher offensichtlich ja nur, um Ihr Ansinnen, neue Wählerschichten für ihre jeweiligen Parteien irgendwie zu requirieren, zu unterstützen. Die einen vielleicht, weil ihnen langsam ihre übliche Stammwählerschaft, die Nutznießer der DDR-Diktatur, hinwegstirbt. Und die anderen, damit sie ihnen nicht davonlaufen. Frau Bayram, dass bei Ihnen die Mitglieder Ihrer eigenen Fraktion, so wie mir gesagt wird, innerlich auch schon mit den Augen rollen, wenn Sie das Pult vorne betreten, dass das ist für mich, oder die Augen verdrehen, das ist für mich nur ein schwacher Trost. Was ich allerdings hier gehört habe, war wieder mal nichts Neues. Es kamen keine Argumente, die nicht irgendwann schon mal im Laufe dieser Debatte gesagt wurden. Was Sie aber nicht gesagt haben, was Sie nie sagen, ist die Wahrheit, nämlich, dass Sie dafür sind, dass wir die Grenzen öffnen, dass Sie dafür sind, dass wir sämtliche Regularien fallen lassen, die sich in irgendeiner Weise mit der Frage der Einreise und der Immigration beschäftigen. Und das wäre etwas, was wenigstens ehrlich wäre den Bürgern und den Wählern gegenüber. Dazu sind Sie aber nicht bereit. Diese Konsequenz wollen Sie denn doch nicht tragen, das so unverblümt zu sagen. Von daher arbeiten Sie sich hier regelmäßig ab an diesen einzelnen Themen. Und das ist unlauter. Und das unterscheidet uns, das hat Herr Kollege Klein-Eidam schon gesagt, wer weiterhin daran festhält, dass wir regulieren können müssen und sollen, wer in dieses Land einreist und wer auch dieses Land wieder verlassen muss. Für den muss die Ultima Ratio gelten, dass es ein Abschiebegewahrsam weiterhin geben muss. Und daran werden wir auch festhalten. Und deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank.